herzlich willkommen jetzt beim Viertelfestival zum Thema tief verwurzelt, himmelhoch. Und da gibt es natürlich vor allem einmal Sagen aus dem Mostviertel zu den Herren. Ihr habt schon gehört, musikalische Einleitung, die Elfriede Lachersdorfer, der Franz Lachersdorfer, der Hannes Anzengruber, die haben mit sehr speziellen Instrumenten gespielt. Die Elfriede mit dem Bass, der Franz mit dem Dudelsack und der Hannes mit der Nickelharpe. Ja, und die Genoveva Kirchweger wird die Erzählungen jetzt auf der Harfe begleiten. War es so oder war es nicht so, und war es nicht so gewesen, dann konnte es nicht so verzöhnen. Da ist einmal eine salige Frau an der Ips entlang geritten, und zwar in Hohenstor drinnen. Und die saligen Frauen, das sind wunderschöne Frauen. Sie haben flachsblonde Haare, und das heißt, sie haben Klarln an. Die sind meistens aus Leinen, aus Leinwand, wunderschöne Klarln. Und das heißt, sie können so schön singen, wie kaum ein Mensch. Und oft hört man Singer, da gibt's die Sagen am Etscher, aber drinnen Lunds von den saligen Frauen, wie schön, dass die singen. Und wenn das Gesundheit wahr ist, wenn da ein Mann zulässt, dann ist er oft ganz verzückt. Und die Frau, die da entlang geritten ist, an Ips, die da so vor sich dahin gesungen und geritten ist auf einem Pferd. Und was glaubt ihr, welcher Farbe hat das Pferd gehabt? Richtig, das war weiß, auf einen Schimmel ist geritten. Und wie es da so geritten ist, da reizt es so dahin, da ist dem Schimmel ein Hufeisen runtergefallen, das hat es abgeschlagen und ist in die Ips reingefallen. Und das Hufeisen, das war aus Gold. Ja, die Salige hat das gesehen, aber sie hat einen Glück gehabt, denn nicht weit, da war ein Hammerwerk. Ja? Und da ist Zubi zu dem Hammerwerk und hat bitt, sie braucht doch da wieder ein Hufeisen. Naja, jetzt ist ein Hammerschmied kein Hufschmied, aber da in Hohenstein, der Hammerschmied, der war so geschickt, der hat gesagt, okay, das mache ich da geschwind. Ja? Und hat da Eisen genommen und ganz geschickt und kundig hat er das Hufeisen da geformt. Dann hat er es dem Ross angepasst und hat das Ross damit beschlagen. Nein, hat die Salige gesagt, ich danke dir. Jetzt hat mein Ross wieder die Hufeisen, wie es braucht. Ja, hat er gesagt, hat leicht Seiming. Ja, hat gesagt, aber was verlangst du denn dafür zum Lohn? Okay, hat er gesagt, da brauchst du mir doch nichts geben. Nein, hat gesagt, sag, was willst du? Hätte sie was verlangt dafür? Wenn sie so ein Fisch ist, was meinst du, dann schaut er dann, nein. Ja, als erwachsener Mann sage ich mir vielleicht ein Bussel, das genügt. Ja. Erst recht dann, wenn man gut verheiratet ist. He? Weil die saligen Frauen, mein Lieber, da gibt es viel Sagen, dass die nicht so ohne waren bei den Männern. Nur, der hat gesagt, das tut es wirklich. Pass auf, hat es gesagt. Geh auf Zeiten, da ist auf Zeiten gegangen und da war die Glut von Hammer, die Esse. Und da hat jetzt in die Glut reingeblasen. Und wie es da reingeblasen hat, da hat es Funken geschlagen, die haben hell aufgleicht. Hat reingeblasen und reingeblasen und reingeblasen. Und dann hat es ein Zeichen gemacht, wie wenn es die Esse singen möchte. So hat es gesagt, jetzt ist recht. Da hat er gesagt, ich danke dir, so habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Na ja, und sie ist weitergekriegen. Er aber hat eine Stange bearbeitet. Und die Stange hat geklärt. Und wie er da gekammert hat, wie er die bearbeitet hat, die Stange, weil da sind die Funken weggeflogen. Ganz golden. Und die Stange, die hat ganz sonderbar gelungen. Nicht so wie das Eisen normal klingt, die hat ganz anders gelungen wie sonst. Und die hat da geschlagen und geschlagen und die Funken, die sind noch nicht verklirrt und schwarz geblieben. Nein, die haben halt leicht. Und schließlich hat er abgesetzt, hat er mal geschaut, was denn da ist. Und wie er da so schaut, ja, was glaubt ihr, aus was die Funken waren? Aus Gold? Richtig, aus Gold waren die, die waren aus Gold. Und durch all die goldenen Funken, weil er so ein fleißiger Mann gewesen ist, ja, hat er jetzt einen schönen Reichtum gehabt. Oh.
König bin. Schüttelst du den Großen, schüttel ihn.